Der Original Dayan 2x2 ist ohne Frage einer der beliebtesten 2x2s auf dem Markt gewesen. Er konnte durch sein unglaublich gutes Drehgefühl zahlreiche Speedcuber überzeugen und wurde übertrieben gesagt zu einer Ikone unter den 2x2 Cubes. Auch über die Jahre hinweg behielt der Cube seine Fans. Das einzige Problem war nur, er ist fast 7 Jahre alt und somit ist der Cube weit von den aktuellen Standards entfernt. Auch das einzigartige Drehgefühl kann darüber nicht hinwegtäuschen. 2019 jedoch startete Dayan einen neuen Versuch, wieder an die Spitze des 2x2-Marktes zu gelangen und veröffentlichte den Dayan Tengyong 2x2. Gelingt es dem Tengyong 2x2, einen ähnlichen Erfolg zu verbuchen, und wie schlägt sich der Tengyong 2x2 im Vergleich zum alten Dayan 2x2? Auf diese Fragen werden wir heute gemeinsam in diesem Review eine Antwort finden. Der Dayan Tengyong 2x2M ist für ca. 15 Euro im Internet erhältlich. Neben der Version mit schwarzem Plastik steht auch noch eine Stickerless-Version zur Auswahl. Bei den Stickern, mit denen der Cube geliefert kommt, handelt es sich um ein Fullbright-Set. Mit einem Gewicht von ca. 62 Gramm zählt der Tengyong M zu einem der leichtesten 2x2s auf dem Markt. Nur einmal ebenso zum Vergleich, der YJ MGC 2x2 wiegt 66,7 Gramm und ist eigentlich schon einer der leichtesten 2x2s auf dem Markt. Bei der Größe liegt der Tengyong aber wieder mit einer Seitenlänge von 50 mm voll und ganz im Durchschnitt. Der Cube kommt in einer stabilen weißen Pappbox, in der noch zwei zusätzliche Sets an Federn enthalten sind. Nachdem ich den Cube dann endlich fertig ausgepackt hatte und eine unnötige Schicht an Plastik entfernt habe, bin ich endlich in der Lage gewesen, ein paar erste Umdrehungen zu machen. Neben dem extrem leichten Gewicht des Tengyong 2x2 ist mir sofort die Weichheit und die Leichtgängigkeit des Cubes aufgefallen. Im Vergleich zum Borg 2 lässt sich der Tengyong erheblich leichter und angenehmer drehen. Dafür fühlt sich der Cube aber aufgrund seines geringen Gewichts und der Leichtigkeit im Drehfluss etwas billig an. Diesen Eindruck kann ich aber nach ein paar hundert Zolls mittlerweile wieder entkräften. Das Plastik an sich ist vergleichsweise robust und hält auch etwas stärkeren Druck gut aus. Beim Anpassen des Cubes an meine Bedürfnisse habe ich dann zunächst etwas gegen das trockene Drehgefühl getan, indem ich den Tengyong 2x2 geloopt habe, wodurch der Cube auch ein ganz kleines bisschen langsamer geworden ist. Insgesamt ist der Tengyong nun um einiges kontrollierbarer. Ganz unschuldig daran sind aber auch die im Cube verbauten Magneten nicht. Die Magneten sorgen für eine gute Stabilität. Der magnetische Klick ist allerdings so gut wie gar nicht vorhanden und kann auch beim langsamen Drehen nur ganz leicht gespürt werden. Dennoch erfüllen sie ihre Aufgabe, dem Cube Stabilität zu bringen, sehr gut. Der Cube behält seine Form beim schnellen Drehen und wackelt so gut wie gar nicht herum. Genug Flexibilität ist aber trotzdem vorhanden, welche vor allem durch das sehr starke Corner Cutting bei diesem Cube unterstützt wird. Der Cube hat ein fast rundum Corner Cutting und schafft ohne Probleme über 45 Grad normales Corner Cutting. Das Reverse Corner Cutting ist mit unter einem halben Cubey zwar nicht so herausragend, aber bei der Überschreitung dieser Grenze beginnt das normale Corner Cutting wieder seine Arbeit zu tätigen. Es gibt nur einen ganz kleinen Punkt an diesem Cube, der nicht Corner Cuttet. An diesem Punkt verformt sich der Cube dann trotz der Magnete ein wenig, fällt allerdings nicht auseinander, auch wenn es sich an dieser Stelle vielleicht so anfühlen mag. Bei der Betrachtung des Mechanismus fällt sofort das zeitgemäße Design der Steine auf. Im Vergleich zum alten Dayan 2x2 sind die Steine abgerundeter, aber auch simpler gehalten. Im Inneren des Mechanismus ist wenig Luft zwischen den Ecksteinen und den versteckten Kanten vorhanden, was definitiv die Stabilität begünstigt. An den Ecksteinen sind zusätzlich mehrere geschwungene Rillen eingebaut, die die Reibung zwischen den einzelnen Steinen verringern und für ein insgesamt leichteres Drehgefühl sorgen sollen. Nachdem wir nun einmal die Fakten um den Tengyong betrachtet haben, kommen wir einmal wieder zu den beiden Anfangsfragen zurück. Schafft es der Tengyong nun einen ähnlichen Erfolg zu verbuchen wie der alte Dayan 2x2? Nicht in der Form, wie es damals vielleicht der Fall gewesen ist. Versteht mich hier bitte nicht falsch. Der Cube ist definitiv extrem gut und sticht mit seinen Dreheigenschaften schon heraus. Aber heutzutage ist die Konkurrenz und allgemein auch das Angebot viel zu stark, als dass ein solcher Erfolg wie beim alten Dayan 2x2 noch möglich ist. Die modernen 2x2s sind zu einem Großteil alle gleich gut, was ihre Dreheigenschaften angeht, sodass es hauptsächlich auf die eigene Präferenz beim Drehgefühl mittlerweile ankommt, wenn man sich jetzt ein 2x2 aussucht. Und bekanntlich unterscheiden sich Geschmäcker, auch beim Drehgefühl. Damals ist der Dayan 2x2 ohne Frage überlegen gegenüber allen anderen 2x2s gewesen und es gab schlichtweg auch keine große Auswahl an 2x2s, sodass dort die Wahl viel einfacher ausfiel. Nichtsdestotrotz ist der Tengyong 2x2 aber ein Erfolg, nur eben auf einer etwas anderen Art und Weise. Mit diesem Cube hat es Dayan geschafft, an die 2x2s der anderen Firmen wie Gan, Moyu oder Chi anzuknüpfen und einen weiteren 2x2 mit einem zwar nicht einzigartigen, aber doch herausstechenden Drehgefühl zu bieten. Hier lässt sich dann auch schon die zweite Frage beantworten. Wie schlägt sich der Tengyong 2x2 im Vergleich zum alten Dayan 2x2? Der Tengyong ist definitiv kein Nachfolger vom alten Dayan, auch wenn das hier vielleicht in diesem Review einmal so herübergekommen ist, Hashtag Selbstkritik, sondern man muss den Tengyong 2x2 als komplett eigenständigen Cube betrachten. Aus diesem Grund lässt sich auch nur bedingt ein Vergleich zwischen beiden Cubes anstellen. Es ist aber eindeutig, dass der Cube mit seinen Dreheigenschaften den alten Dayan um Längen übertroffen hat.
Ersetzen wird der Tengyun den alten Dayan 2x2 aber nicht. Das hat schon der The Walk 2 übernommen, durch seine große Ähnlichkeit mit dem alten Dayan 2x2. Der Tengyun muss hier wirklich als eigenständiger Cube betrachtet werden. Und als eigenständiger Cube ist der Tengyun einer der besten 2x2s, die ich in letzter Zeit ausprobiert habe. Besonders für Speedcuber, die einen leichtgängigen, schnellen, aber dennoch stabilen 2x2 suchen, ist der Tengyun 2x2M besonders gut geeignet. Nur für Speedcuber, die immer noch nach einem Ersatz für ihren alten Dayan 2x2 suchen, ist der Tengyun höchstwahrscheinlich keine Option. Da ginge meine Empfehlung tatsächlich mehr in Richtung des The Walk 2s. Letztendlich bekommt der Tengyun 2x2M aber trotzdem eine eindeutige Empfehlung mit 5 von 5 Sternen von mir. Wenn ihr euch nun den Dayan Tengyun 2x2M kaufen wollt, dann habe ich euch einen Link in die Beschreibung gepackt. Ja, und ansonsten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn euch dieses Review hier gefallen hat. Dann könnt ihr auch gerne einmal einen Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut bis dahin und tschüss!